Wohnjugend ist bei mir im Laufe der Zeit zu meiner zweiten Familie geworden. Und gemeinsam sich für die Umwelt, für die richtige Sache einzusetzen, das macht mega Spaß, nebenbei die Welt zu retten. Ich bin zur Bundjugend durch ein Zeltlager gekommen, als ich etwa 13 Jahre alt war. Und bei dem Zeltlager wurde die Vielfalt der Umweltproblematik mir das erste Mal bewusst. Und das sind, glaube ich, bis heute Dinge, die mich bewegen. Der eigene Lebensstil und die Gemeinschaft, dass man gemeinsam für eine Sache kämpft. Die Kontinuität der Umwelt- oder Jugendumweltverbände ist was ganz Besonderes. Sie sind immer da, sie sind häufig nicht so sichtbar wie akut auftretende Bewegungen auf der Straße, aber sie bieten Stabilität. Also es gibt Know-how, es gibt finanzielle Mittel, es gibt Gemeinschaft und es gibt auch wichtige Räume, bei denen man sich austauschen kann. Und die Arbeit der Jugend in der Verbandslandschaft hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Verbände und die Umweltbewegung an sich jünger, weiblicher und diverser geworden ist, sodass jetzt eine große Vielfalt an Akteuren auf dem politischen Parkett unterwegs ist. Ich bin im Jugendverband, weil ich die politische Arbeit und die Kontinuität schätze. Im Endeffekt ist es aber völlig egal, wo du dich einbringst. Hauptsache, du bringst dich ein und nimmst deine Zukunft selber in die Hand.